Ich bin Marcel Süker, bin 42 Jahre alt und bin Tierleiter bei der Familienmetzgerei Vinzenz Mohr. Dadurch, dass ich sehr gerne koche, ist das für mich immer ein Bestandteil meines Lebens gewesen. Ja, das ist ein absolutes Hobby von mir und ich habe dieses Hobby halt für mich zur Leidenschaft gemacht. Am meisten an meinem Beruf gefällt mir die Arbeit im Team und die Arbeit mit dem Kunden. Dadurch, dass man sehr viel Kontakt mit Menschen hat, das ist halt das, was mich halt richtig ausfüllt. Hallo, mein Name ist Serena Ciardi, ich bin 24 Jahre alt und ich mache gerade meine Ausbildung zur Fleischerei-Fachverkäuferin in der Traditionsmetzgerei Vinzenz Mohr. Also meine Hauptaufgabe ist natürlich das fachgerechte und kompetente Beraten und Bedienen unserer Kunden, aber ich habe auch sehr viel Spaß daran, die Theke vorzubereiten, die Ware zu präsentieren und einfach im engen Kontakt mit den Kunden zu sein. Nach meinem Abitur habe ich so eine berufliche Herausforderung gebraucht und da bin ich auf eine Stellenanzeige von Vinzenz Mohr aufmerksam geworden. Und dann habe ich mir einfach gedacht, warum nicht? Ich probiere es einfach mal aus und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich wurde gefördert, ich hatte viele Herausforderungen, dass ich mich dann auch schlussendlich für die Ausbildung entschieden habe und ich bin jetzt mega happy. Ausbildung ist ganz wichtig, einfach um mein eigenes Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben an junge Leute, auch an erfahrene Leute, die vielleicht aus anderen Berufen kommen, dass man da einfach mehr Input hinausbringt in die Welt und diesen Beruf, diesen ehrbaren Beruf halt weiter nach vorne bringt. Meinen zukünftigen Kollegen würde ich mit auf den Weg geben, sich der Herausforderung zu stellen, sich hier zu bewerben und vor allem den Tag immer mit einem Lächeln zu beginnen, weil dann kann er einfach nur gut enden. Also, wenn du dich für Lebensmittel interessierst, auch gerne kochst oder ähnliches, dann bewirb dich auf jeden Fall bei uns, weil das lohnt sich richtig.